Hey Freunde und willkommen zu Metro 2033, dem schon tausendsten Parts, und Sharon ist wieder dabei. Aloha. Ja, und ich bin auch da. So, wir setzen das Spiel fort. Im letzten Part haben wir, den verlieren wir. Haben wir den schon verloren? Ich weiß es nicht mehr. Jungs, ich habe ein Kurzzeitgedächtnis. Noch haben wir den schon verloren? Mehr. Was denn? Was soll ich denn machen? Der sagt immer noch ein bisschen näher, aber... Ist so richtig? Ja, der sagt... Was soll ich denn... Lass mich... Ach so, ach, der Typ hat da... Ach, irgendwelche Schalter umgelegt. Gasmasken auf. Gasmasken auf. Rauf damit. Gute Idee. Oh mein Gott. Oh oh. Das sieht nicht sicher aus. Geht voran, Jungs. Geht voran. Cool, geht ihr mal vor, ich warte hier. Ja. Ich gebe euch Rückendeckung. Interessantesten Aufträge, was? So, jetzt erstmal alles hier abchecken nach Muni. Denn das ist ja eine Seltenheit. Aha. Ist es vielleicht zu spät zu sagen, dass ich nur durch Gänge gehe, die ich auch kenne? Weiß? Holly überfordert. Holly kann Zusammenhang nicht bilden. Error! Error! Oh, oh Gott. Dann geht mal jetzt, Jungs. Komm, nicht so schüchtern. So, oh mein Gott, was ist das denn? Grünes Wasser. Tod und Verderben. Nicht Glück. Was tun wir jetzt? Da unten nicht auf die Pilze treten, ne? Ach ja, stimmt. Unsere einzige Wahl. Wir müssen leise sein. Wir müssen leise sein, okay. Oh, oh, ist gut. Dino was heißen die? Der hat sie, glaube ich, Dinosaurier genannt. Ah. Uiuiui. Ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, wie sie im Buch geheißen haben. Ich glaube einfach nur Mutanten. Echt? Ja, vielleicht hat er auch was anderes gesagt und ich habe da wieder irgendwie was Komisches verstanden. Aber ich kann mich auch irren, ist ja mittlerweile schon wieder eine ganze Weile her, dass ich das Buch gelesen habe. Oh mein Gott. Jungs. Ich lebe noch, ich lebe noch. Was tust du da? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Vorsicht, Männer. Vorsicht, Scheiße. Feuer frei. Feuer frei, ich nehme eine andere Waffe. Ist auch ziemlich laut hier. Könnt ihr mal ruhiger sein? Ich bin hier gerade in der Aufnahme, Jungs. Oh mein Gott. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Er drückt schon unter Wasser, hallo? Oh. Oh oh, Gasmaske. Oh. War kaputt? Ja. Oh nein. Vladimir ist gestorben. Er ist ein Wissenschaftler, kein Soldat. Sie sollten ihm folgen und ihn beschützen. Ach so. Ach, ach, wir laufen hier mit einem Wladimir rum. Gut zu wissen. Aber was ich jetzt kurz mache, voll offscreen. Ich hoffe, die Aufnahme stürzt nicht ab. Ich mach mal kurz Metro ein bisschen leiser. Ja. Ja, so, Metro etwas leiser, 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 wie Minelli, haha. So. Ha, alles funktioniert. Yay. Okay, gut, dann laden wir jetzt den letzten Speicherpunkt nochmal. Warum Fragezeichen? Sind wir nirgendwo? Weil dieser Ort nicht verzeichnet ist auf der Karte. Ah. Weil man da schon Ewigkeiten nicht war. Also ach so. Das klingt logisch. Komm her, ja. Kleiner. Komm mal, statt sich zu freuen über Besuch, wollen sie uns gleich killen. Ah. Ich weiß nicht, ob sie dich als Besuch empfinden oder nicht vielleicht als Eindringende in ihr Revier. Ich glaube nicht, nein. Nein, nein. Das ist nur ihre Art, Zärtlichkeit zu zeigen. Ach so, ach so. Ich weiß jetzt übrigens auch nicht, wer von den Leuten da Wladimir ist. Wahrscheinlich der am schlimmsten kämpft oder so. Ja, ich glaube der hier. Oh, oh, ach. Ich glaube, der nur eine Knarre hat. Eine Pistole. Das kann durchaus sein. Den würde ich beschützen. Oh. Oh. Würdet ihr bitte Namensschilder aufstellen? Ich weiß nicht, wer Wladimir ist. Aber oh, wir haben es überlebt. Warum zielt er auf dich? Keine Ahnung. Vorsicht, Männer. Oh, oh. Vorsicht, Scheiße. Feuer frei. Oh, oh, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Oh, nicht gut. Nicht gut, nicht gut. Okay, die springen alle auf den da. Ich glaube, das ist Wladimir doch. Wladimir! Hast du das neue Axe? Die Monster springen alle auf dich.
führt sogar Monster in Versuchung. Richtig. Und okay, Plan B, pieksen. Pieks. Das sah gerade von meiner Bildschirmübertragung her so aus, als würdest du Vladimir pieksen. Doch, die sehen irgendwie... Oh nein, sag mir nicht das... Oh Mann! Warum? Wer ist Vladimir? Aber was wir jetzt nochmal machen, ist den Ton noch etwas leiser. Das also ist wahrscheinlich ist Vladimir nicht derjenige, den du gerade beschützt hast, weil der hat noch gelebt, als er gerade... Stimmt. Als Vladimir starb. Oh, was tun wir jetzt? Die Aufnahmen. Oh, oh. Welch famoser Stab. Stab. Wir müssen leise sein. Okay, Moment. Wer ist Vladimir? Auf jeden Fall sollte ich auch mal ein bisschen TNT werfen, glaube ich. Weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ja, ich jag bestimmt Vladimir in die Luft. Ja, deswegen. Der hat dir gerade voll in den Arm gebissen. Oh nein, ich bin tot. Das wird ein harter Kampf, Ich glaube, ich nehme mal diese Waffe hier. Und Moment, Dynamit, wo ist Dynamit? Habe ich Dynamit? Ich habe Dynamit, aber nicht Sprengdynamit. Splitter. Moment. Hier, einfach mal dahin. Oh oh, nicht noch eine. Hör auf, sie anzuzünden. Okay, danke. Hand, hör auf, die Dinger anzuzünden. Hör auf, Hand. Mach das, was ich dir sage. Oh, und der drückt dich wieder unter Wasser. So unfair. Schwein. Da. Oh mein Gott. Die machen dir deine schöne Gasmaske kaputt. So. Ach, ich schieß gerade mein Geld leer. Oh. Aber ich hab gar nicht geweckt. Doch, hattest du. Echt jetzt? Aber, Moment. Dann nehmen wir doch die Waffe hier. Bist du Vladimir? Moment, stehen da Namen? Kommt hier. Nein. Ah. Vorsicht, Männer! Vorsicht! Scheiße! Okay, nachladen und jetzt. Okay. Oh. Komm schon. Komm schon, lad nach. Ist alles cool. Es ist auch schwer zu verfolgen, wer von den Leuten am besten kämpft und wer nicht. Hm. Also es ist schwer herauszufinden, wer von denen jetzt. Lebensanzeigen wären nicht gerade nach. Was? Wären vorteilhaft, ja. Nicht gerade von Nachteil hätte die den Satz gerettet. Ach, genau. Aber es ist schwer, vernünftige Sätze zu bilden, wenn komische Kreaturen einen ansprengen. Oh mein Gott. Au, au. Und er verpasst mir Backpfeifen. Und er... Jetzt habe ich die Orientierung verloren, aber ich habe, glaube ich, gerade gesehen, wer Vladimir war. Echt jetzt? Ja. Da ist noch einer. Komm schon. Da hinten. Oh, komm schon. Oh, wir haben es geschafft. Oh, Leute. Oh, Leute, ohne mich. Oh. Ich gehe zurück. Egal, wer von euch Vladimir ist. Endlich. Endlich bist du mal nicht gestorben. Auch schön zur Abwechslung, oder? Vladimir. D6. Sind wir da? Okay, D6. Sieht ganz so aus. Gut, dann lass uns rein in D6. Aber ich höre wieder das Knurren. Das Knurren Scheiße. Dieser Mutanten. Abgeschlossen. D6 ist eigentlich der Zugang zur Metro 2. Irgendwo aha. Ist eine Steuerreinheit. Und ist das falsch? Schau dir mal diesen Im Buch wurde die Handlung extrem zusammen... im Spiel wird die Handlung vom Buch extrem zusammengerafft. Ah. Naja, ich soll jetzt hier nachgucken. Ach, wie schön. Oh, oh, Moment, ich sehe da was Rotes leuchten. Ist das jetzt ein Laserpoint oder sind das rote, glühende Augen? Ich glaube, das ist eine Lampe. Ja, das ist hier so ein Laserstrahl von dem Typen hier. Oh, 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 Leute. Oh, lasst es doch nicht fallen. Ich hab das doch extra gemacht. Wir versuchen, zu dir zu kommen. Suche in der Zwischenzeit nach einem Ausgang. Nach einem Ausgang suchen. Gut, jetzt haben wir immerhin keinen Vladimir. Oh, oh. Kein Vladimir. Aber es ist dunkel. Oh, jetzt. Geh weg. Gruselig. Du bist gut. Oh, Gott. Mein Gott, den kann man nicht killen. Oh. Oder? Scheiße. Ich hab keine Ahnung. Gott. Der ist irgendwo oben. Oh nein. Oh, der hat so leuchtende Augen. Guck den nicht an, der macht mir Angst. Oh, da ist er. Der sieht ja aus. Der macht dir deine Gasmaske. Ich glaube, ich brauch sie auch gar nicht mehr hier. Weil hier ist alles cool. Achso, okay. Aber okay, dann solltest du... Weiß ich nicht.
Also solltest du jetzt sterben? Ja. Was natürlich hier dreimal auf Holz klopft. Soll nicht passen. Jetzt ist drei. Solltest du dich unbedingt darum kümmern, dass... Okay, okay. Ich muss mich kümmern um... Eine neue Gasmaske, weil so wie du die jetzt auf hast, jeden die Fall. Schützt dich nicht mehr. Oh, ja. Also nicht mehr lange. Ich glaube, die ist schon komplett kaputt. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Und jetzt ist Metro wieder so leise. Also die Eule gehört. Hey, Hedwig. Hedwig? Oh Mann, das ist echt voll leise. Hops. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich mach mal ganz kurz nochmal die Lautstärke lauter, weil sonst kommt ja die Atmosphäre nicht auf hier. So. Okay. Gut. Hallo. 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 Oh mein Gott, ziemlich leer hier. Hier. Es ist verdammt ruhig, das ist irgendwie... Oh, guck mal hier, was ist denn hier so? Oh. Filter, die du nicht aufheben kannst. Und die... Hau ab. Hau, jetzt, hau. Oh. Was ist das denn? Safe, aber da ist nichts drin. Aber nichts drin, ja. Oh, jetzt die Tür, die will ja auch hier. Die will auch mal gucken, lass sie doch in Ruhe. Dann guck jetzt, Mann. So. Was ist denn hier drin? Das klingt immer so lustig, wenn du die Türen kaputt machst, so klickering. Wie zum Teufel hörst du das? Ich habe meine Kopfhörer so aufgedreht. Oh Mann, ich werde alt. Wie war das vorhin noch? Meine Kameras sehen alles. Ich meine, geraten. Du bist verdammt gut im Raten. Verdammt gut und jetzt gepiept. Und eine Ratte, die ich verfehlt habe. Das nächste Mal sitzt der Schuss. Hat dich da gerade was verletzt? Nein. Das sah gerade so aus. Nee, das war nur eine Ratte. Achso. Nur eine Ratte. Gut, es hat gepiept und hier ist ein Durchgang nach unten. Und was dort auf uns wartet? Ja. Ja. Sehen wir im nächsten Part. Was fürchtest du? Dass du die Gasmaske brauchst. Aber ich kann sie nicht nehmen. Die du nicht benutzen kannst. Warum? Ist sie schon so kaputt? Okay, die ist kaputt. Gut, dann brauche ich die Gasmaske. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss. Overi. Blubber, blubber, Fasel, Fasel, blubber.